Perfekt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Experteninterview anlässlich der Summer School 2019 des Hochschulforums Digitalisierung. Ich bin Malte Persicke und mit mir sitzt hier Professor Mike Altieri von der Hochschule Ruhr-West. Mike, erzähl uns ein paar Worte zu dir und zu dem, was du an der Hochschule machst. Ja, ich habe ursprünglich Mathematik studiert und anschließend dann in der Mathematikdidaktik promoviert. Und an der Hochschule führe ich nun beides zusammen. Das heißt, ich unterrichte Mathematik für Ingenieurinnen und Ingenieure. Und das bereite ich eben didaktisch aufgrund meines mathematikdidaktischen Hintergrunds. Mhm. Du hast gerade einen Workshop gehalten, an dem ich dankenswerterweise teilnehmen durfte. Und der trug den Titel des Transfers von Deep Learning und Smart Training von der Mathematik auf andere Lehrveranstaltungen. Und die beiden Worte, die beiden Begriffe, Deep Learning und Smart Training, das muss man, glaube ich, klären. Das werden vermutlich nicht alle unsere Kolleginnen und Kollegen kennen. Deswegen erstmal die Frage, was ist denn Smart Training? Am Anfang meiner Lehrtätigkeit habe ich so eine Arbeitsthese aufgestellt, die lautete, eigentlich müssten doch digitale Aufgaben inzwischen so intelligent gestaltbar sein, dass sie 2/3 oder mehr der Präsenzübungen ersetzen können und dadurch dort Platz schaffen für Lehrmethoden, die ein tiefes Lernen, ein Deep Learning ermöglichen. Das heißt, Deep Learning ist in eurem Begriff nicht Deep Learning, wie wir es so aus der Informatik kennen, also Machine Learning, KI und so weiter, sondern da geht es eher um lernpsychologische Dinge? Ja, also Deep Learning ist das, was wir so aus der Didaktik unter Deep Learning verstehen, nämlich tiefes Lernen, Lernen der Zusammenhänge im Gegensatz zu oberflächlichen Lernen, das mehr so auf routinebasierten Kalkülen fokussiert. Okay, also das heißt, das, was ich als Studierender am Schreibtisch zu Hause mache, wenn ich mich auf die klassische Binge-Learning-Prüfung vorbereite, das ist genau das, was du nicht möchtest. Das wäre das Oberflächenlernen. Und das Deep Learning, das ist mehr, das geht tiefer? Das ist konzeptuelles Lernen, genau. Aber ich möchte eigentlich beides, weil Kalküle müssen unsere Studierenden natürlich auch können, also prozedurales Wissen aufbauen. Das geschieht auch in dem Smart Training und klappt mit digitalen Aufgaben sehr gut. Aber für Deep Learning, also für Lehrmethoden, die ein tiefes Lernen ermöglichen, wie beispielsweise problembasiertes Lernen, brauche ich Platz. Und diesen Platz schaffen mir auch die digitalen Aufgaben, indem ich nicht mehr jede Aufgabe in der Präsenzübung vorrechnen muss. Und dort können dann Methoden eingesetzt werden, wie problembasiertes Lernen, die unter die Oberfläche gehen und schwerpunktmäßig Problemlösungskompetenz und Modellierungskompetenz aufbauen, im Gegensatz zu Kalkülkompetenz. Ich habe bei dir, du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Kalkül benutzt. Mhm. Und ich habe bei dir im Workshop was ganz Spannendes gerade gelernt, nämlich, dass du unterschieden hast zwischen diesem prozeduralen Wissen, so Anwendungswissen, Dinge einfach tun können, und so konzeptuellen Kenntnissen über den Gegenstand, den Fachgegenstand, mit dem man sich ja befassen muss. Und da hast du von einer Schere gesprochen, die aufgeht zwischen den verschiedenen Studierendengruppen, die ihr an der Fachhochschule habt. Nämlich die Studierenden, die mit einem Fachabitur kommen, die Studierenden, die mit einem Realschulabschluss kommen, möglicherweise auch welche, die nur einen Hauptschulabschluss mitbringen und entsprechend wahrscheinlich durch sehr heterogenes Vorwissen gekennzeichnet sind. Da hast du aber gesagt, Moment, das stimmt so gar nicht. Diese Schere zwischen den verschiedenen Bildungshistorien, die geht nur in einem dieser beiden Bereiche, prozedural und konzeptuell, auf. Wo geht die denn auf, diese Schere? Ja, also diese Schere geht auf im prozeduralen Wissen und bleibt auch offen. Das heißt, die Studierenden, die üblicherweise die mathematischen Grundlagen an der Real- oder Hauptschule gelernt haben, die haben auch später an der Hochschule noch weniger Wissen im Bereich der Rechenfertigkeit, der Kalküle, während Studierende, die vom Gymnasium oder von der Gesamtschule kommen, hier wesentlich fitter sind. Allerdings, diese Schere geht zu im konzeptuellen Wissen. Das heißt, wir konnten zeigen, dass es egal ist, woher die Studierenden kommen, alle haben die gleichen Möglichkeiten, die Konzepte zu verstehen. Und das ist wichtig, eine wichtige Aussage aus meiner Sicht für
für Studierende, die zum Beispiel an die Fachhochschulen gehen. Es ist also nicht schlimm. Man versteht nicht weniger, wenn man eben aus der Realschule oder aus dem Hauptschulzweig sogar kommt. Okay, okay. Über das Berufskolleg oder über eine Meisterausbildung. Also diese Klage, die man von manchen Studierenden dann ja hört, so ich bin kein Mathe-Genie oder ich hatte in der Schule einfach zu wenig Mathematik, da kannst du eigentlich in einem bestimmten Bereich beruhigen und sagen, das macht nichts, wir kriegen das schon hier ganz gut hin, das zu homogenisieren, aber nur im Bereich des konzeptuellen Wissens, bei den Fertigkeiten, beim Prozeduralen, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Nein, eigentlich kann ich in allen Bereichen beruhigen, denn wir haben festgestellt, es ist entscheidend ist die Reichhaltigkeit des Angebots. Das heißt, wenn man mit der Vorlesung oder neben der Vorlesung genügend Angebote schafft, beispielsweise durch Smart Training, also durch Übungsaufgaben, die randomisiert sind und mit denen die Studierenden beliebig häufig üben können, kann man sowas gut abfangen und in den Griff bekommen. Auch durch Zusatzangebote wie das Helpdesk oder wie Tutorien und noch einige Dinge mehr, kann man durch die Reichhaltigkeit der Heterogenität sehr gut gerecht werden, sowohl im prozeduralen als auch im konzeptuellen Bereich. Da sehe ich direkt die Übertragbarkeit an die Universitäten, die auch immer über die hohe Heterogenität, gerade im Bereich der Grundkompetenzen Mathematik, sprechen. Das heißt, du kannst da eigentlich Mut machen und sagen, das muss nicht so bleiben, wenn man das Lehrkonzept richtig anlegt, dann kriegt man die Studierendenschaft schon ganz gut homogenisiert. Auf jeden Fall. Und man sollte die Studierenden nicht nur aufgrund ihres prozeduralen Wissens kategorisieren bzw. einstufen. Denn häufig ist es so, dass das in Klausuren überwiegend prozedural geprüft wird und das schneidet eben diese Gruppe etwas schlechter ab. Aber wenn man das Konzeptuelle mit hinzunimmt, dann ist das gleich auf, es bestehen die gleichen Chancen. Aber man muss natürlich auch das Lehrkonzept darauf anpassen, dass es beide Bereiche vorbereitet. Okay. Ich habe mich gefragt, wie sehr das Konzept, das du vorgestellt hast und bei dem du ja dir eigentlich den Transfer wünschst, nämlich den Transfer raus aus der reinen Mathematik in andere Studienfächer. Und ich glaube, bei der Reichhaltigkeit und dem Wert deines Konzeptes wäre das ein sehr gutes Ding, wenn man das wirklich hinkriegen würde. Siehst du Grenzen bei der Übertragbarkeit? Ich habe direkt an zum Beispiel Buchwissenschaften gedacht, wie die Juristerei, wie aber auch so verschiedene Geisteswissenschaften, wo wir wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu automatisieren, Auswertungen zu automatisieren. Also wo siehst du Grenzen für dein Konzept, zumindest im Augenblick noch, solange wir vielleicht noch nicht so weit sind, dass wir auch solche Aufgaben automatisch generieren können? Also vielleicht einmal kurz zurück. Natürlich wünsche ich mir die Verbreitung, aber in erster Linie rege ich die an oder biete sie an und mache dieses Angebot, weil ich von vielen Kolleginnen und Kollegen höre, wir haben eigentlich keinen Platz, noch komplexere Lehrmethoden unterzubringen in unserer Lehre. Und das ist ein Weg, den ich aufzeige. Dieser Weg funktioniert richtig, vor allen Dingen in den MINT-Fächern. Okay. Also das heißt in Physik, Mechanik, Elektrotechnik, Mathematik. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man das grundsätzliche Konzept auf geisteswissenschaftliche Fächer übertragen möchte, wie Geschichte, dann geht das grundsätzlich schon. Nur wahrscheinlich müssen andere digitale Tools her. Okay. Also als Aachener und damit Rheinländer darf ich jetzt mal ganz direkt fragen. Also rheinisch auf die 12. Was kostet das? Angenommen, ich wollte das machen in meiner Lehrveranstaltung, zum Beispiel Statistik, mein Fach. Ich wollte dein Konzept zu mir übernehmen. Was brauche ich dafür? Was brauche ich an Personal, an Zeit, an Technik, vielleicht auch an Geld? Ja, also fangen wir vielleicht mit dem Geld an. Ich habe in der Tat glücklicherweise Gelder einwerben können. Über die letzten 3 Jahre waren das so um die 450.000 Euro. Davon ist viel Geld in dieses Konzept geflossen, ich würde sagen etwa gut die Hälfte, um dieses Konzept aufzubauen, was aber nicht heißt, dass die Übertragung genauso teuer ist, denn jetzt gibt es ja schon eine ganze Menge. Und es war auch viel Versuch und Irrtum dabei und eine Weiterentwicklung oder in Teilen haben wir auch nochmal neu angefangen.
sodass man nicht mit ganz so viel Ressourcen rechnen muss, wenn man es jetzt auf die Statistik überträgt. Also es braucht einen Mitarbeiter oder einen halben Mitarbeiter, der sich um die Aufgabenentwicklung kümmert. Es braucht Input, welche Projekte, wie die Projekte aussehen sollen. Und es braucht natürlich einen gewissen technischen Support. Okay. Das heißt, es braucht aber tatsächlich interdisziplinären Input unter Umständen, wenn ich Projektarbeiten erstellen möchte, die dann auch realistische Kontexte abbilden, wo die Studierenden das angucken und sagen, ja, das ist genau das, was wir brauchen werden später im Studium. Da brauche ich Input aus assoziierten Fächern. Ja, okay. Aber das sollte immer unser Ziel sein, wenn wir Statistik oder Mathematik als Service anbieten, da auch eine gute Zusammenarbeit mit den Instituten zu haben, für die wir diesen Service dann auch anbieten. Von daher ist das eigentlich natürlich, dass man sich da austauscht und solche Projekte auch generieren kann. Okay. Also ich bin überzeugt, spätestens nach unserem Workshop vorhin bin ich vom Konzept sehr überzeugt. Angenommen, ich wäre es noch nicht. Ich wäre so ein Kollege, der sagt, ich weiß noch nicht. Und du müsstest mir eigentlich so in so einem Sinne von so einem Elevator-Pitch in kurzer Zeit erklären, warum soll ich das machen? Also was tut es und was läuft danach in meiner Lehre besser? Wie würdest du mir dein Konzept Deep Learning und Smart Training verkaufen? Also erstmal würde ich sagen, es schafft Platz in der Präsenzlehre, ohne die Stoffmenge reduzieren zu müssen. Dann es ermöglicht den Einbau von Methoden, die wirklich ein tiefes Lernen ermöglichen. Und drittens, es ermöglicht den Studierenden, beliebig häufig zu üben. Das führt dann, komme ich zum zweiten Punkt dazu, dass es der Wunsch nach mehr Übungsaufgaben, der ist befriedigt bei den Studierenden. Auch die Frage, wofür brauche ich das denn eigentlich, ist vom Tisch, weil durch die Projekte wird das deutlich. Und letzten Endes ist es für mich als Dozenten auch eine wesentlich angenehmere Arbeitsatmosphäre, denn es macht viel mehr Spaß, in einem problembasierten Umfeld mit den Studierenden zu arbeiten, als vorne an der Tafel oder an der Dokumentenkamera oder am Tablet zu stehen und Aufgaben vorzurechnen oder eben vorrechnen zu lassen. Ist gekauft. Mike, ich danke dir für das spannende Gespräch. Wer sich noch ein bisschen mehr von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern informieren möchte über dein Lehrkonzept, der kann das tun. Du hast nämlich eine Website, habe ich gesehen. Das ist www.educational-media.de. Da gibt es Blogposts unter anderem von Mike über das Lehrkonzept und viele andere spannende Dinge. Also, wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Interesse haben, dann schauen sie da mal rein. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.